Und damit, meine lieben Freunde, sage ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. Und zwar reiten wir diesmal in die Toskana. Aha, jetzt stehen hier überall Pferde rum, oder was? Ich musste gerade den ganzen Weg zu Fuß laufen, von dem Assassinengrab. Von dem Assassinengrab musste ich einmal rumlaufen und habe nirgendwo ein Pferd gefunden. Ja, ab in die Toskana. Wir befinden uns schon bei Sequenz 5 von Pi mal Daumen 14. Ja, aber wir haben natürlich erinnerungstechnisch noch viel vor uns, ne? Ist klar. So, einmal die Toskana-Karte, bitte. Dankeschön. Alter, hier ist ja gar nichts auf dem Tisch. Holy shit, ist das hier viel. Ja, wir haben natürlich mehrere Erinnerungsanfänge. Ich würde sagen, wir reiten da erstmal rein. Ne, erstmal rein da. Entschuldigung. Holen den Adler. Und schauen dann mal. Obwohl, da ist auch schon Adler. Wäre witzig, wenn wir den hier schon interagieren könnten. Upsala. Mal zumindest einen Teil aufdecken würde ich ja schon, bevor ich hier irgendwas anfange. Weil man möchte ja immerhin wissen, wo hier was ist, ne? Das sieht schon mal besser aus. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns den Adler und fangen dort unten rechts an. Ist, glaube ich, sinnvoller. 10 von 73. Alter, halt, in die Richtung müssen wir. Andiamo! Andiamo, andiamo. So, Zack. Zack. Mal ein bisschen Sport treiben mit dem Pferd hier. Dass es fit bleibt. Kurz gucken, ob finde ich irgendwo eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ja, ist gut, wir reiten ja schon weiter. Ich darf doch auch die Kisten looten, oder? Hi, hi! Genug. Schon wieder voll im Feeling drin hier. Hui, Entschuldigung. Hab ich schon Entschuldigung gesagt. Monte, was? Olivetto, Magie, was? Magie, Rui. Mein Gott, ist der übergeschnappt? Ich hab immer einen Sockenschuss. Gibt es wieder ein Auge, das heißt, wir finden, würden da jetzt wieder was finden, aber das machen wir dann. Ja, an den Stellen kann er hochklettern, was für ein Scheiß. So, dann synchronisieren wir das Ganze hier mal. Das hat sich so eingebrannt mit dem Move, also. Es steht unterhalb. Wilden Anblick, dass es sowas gibt. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Kutte macht noch keinen Mönch. Die Abtei infiltrieren und Stefano da
Stefano da Bagnon eliminieren. Okay. Muss mein weißes Pferd dadurch durch mein weißes Pferd. Oh cool, wir haben dies gekriegt. Oh, okay, gut. Wir sind hier richtig. Pferdchen, guten Hunger. Ich bin gleich wieder da. Jo, ist doch gut. Ich komm doch gleich wieder. Da ist eine Kiste. Ach du Mistding, du. Bleib doch mal da draußen. Ach du Dummdödel, bleib doch da unten. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung! Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Wie könnt ihr so reden? Ihr tragt das Priestergewand. Nur weil es mir die Gelegenheit gab, in die Nähe der Medici zu gelangen. Aber ihr habt recht, ich sollte mich wohl umziehen. Nachdem der Assassine erledigt wurde. Ha, dieser unheilige Dämon. Wenigstens hier stimmen wir überein. Man sagt, der Teufel hätte ihm übernatürliche Geschwindigkeit und Kraft geschenkt. Der Teufel? Nein, diese Geschenke machte er sich selbst. Durch Übung. Ach, es ist beunruhigend, wie wenig ihr dem Menschen zutraut. Ich glaube, ihr würdet die ganze Welt zu Opfern machen. So ihr nur könntet. Ich vergebe euch den fehlenden Glauben. Ihr seid trotzdem eins von Gottes Kindern. Ich sagte... Ach, was soll's. Genug davon. Ich könnte genauso gut mit dem Wind reden. Ich werde für euch beten. Wie ihr wünscht. Aber leise werden. Ich muss Wache halten. Oh Gott. Ich werfe jetzt mal auf Bombe, ne? Wer recht hatte. Scheiße. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst sei dir genommen. Requiescat in pace. Das waren zu viele Rauchbomben. Und ich bin weg. Wo ist dein Loch, kleine Maus? Scheiße. Wir sind die Kack-Rauchbomben entgangen. Und tschüssen. Ich bin weg. Juhu. Die Kutte macht noch keinen Mensch. Tja. Nutzung von Aussichtspunkten. Ja, das wissen wir schon. Das wissen wir schon. So. Ja, ich würde sagen, wir holen uns gemeinsam noch den Adler. Decken hier noch ein bisschen was auf.
nehmen vielleicht noch die eine oder andere Kiste mit, die wir finden. Ja, zwar haben wir jetzt umgetauscht und haben jetzt unser weißes Pferd nicht mehr. Sind halt jetzt einfach mal auf Kackbraun gegangen, ne? Ich hab dich gar nicht mal berührt. Da ist eine Kiste. So, einmal noch Blüten. Chill. Ich hatte das auch in dem Spiel schon mal gehabt. Da sind mir die Pferde laufen ja einen so zum Teil hinterher, wenn man halt, ne? Je nachdem, was man halt, ne? Wenn man sie halt drauf geritten ist. Und ich sollte jemanden ausspionieren und gehe auch auf die Dächer und so und mach's voll sneaky. Und das Pferd rennt einfach mitten rein und rennt einfach mal die Leute um. Und dadurch, dass es mein Ziel dann auch noch umgerannt hat und ich gerade den Attentatsprung machen wollte, habe ich natürlich den Soldaten erwischt und nicht das Ziel daneben. Also da habe ich auch so gedacht. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ist das dein Ernst? Ja, ich würde dann sagen, da gehen wir dann da. Ich mach mich schon mal auf die Spur dahin. Nimm den Turm vorher noch mit und dann würde ich sagen, machen wir da an der Stelle weiter. Im Story-Modus, also in der Storyline. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 2 und dann machen wir hier weiter. Bis dahin, danke.